keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kleinen Mini-Guide hier in Karazhan, nämlich zum Kurator, und wir schauen uns den Kampf jetzt einfach mal Schritt für Schritt an, was uns denn hier so erwartet, beziehungsweise auf was ihr achten müsst. Es gibt ein paar Dinge nämlich, auf die man hier achten sollte, nämlich zum Beispiel, dass der Kurator am Ende des Raumes getankt werden sollte, zumindest am Anfang, wo man den Raum betritt. Ihr benötigt nämlich im Laufe des Kampfes viel Platz, um die Flächen, die wir jetzt hier am rechten Bildschirmrand sehen, abzulegen. Diese erscheinen immer als Wirbel unter einem Spieler und dort entstehen diese nach kurzer Zeit und verursachen Schaden. Selbstverständlich sollte man nach dessen Entstehen nicht mehr da drin stehen, und auf der anderen Seite sehen wir jetzt rechts oben eine kleine elektrisierende Kugel. Auch diese sollte hier unbedingt Priorität sein, das bedeutet, diese Kugeln werden erschaffen, feuern auf zufällige Spieler Blitze und verursachen damit Schaden, der auf jeden Fall vermieden werden sollte. Der Schaden auf den Kurator ist in der ersten Phase erst einmal nebensächlich, denn dieser hat einen Mana-Balken und wenn dieser sich leert, dann passiert etwas Besonderes. Er wirkt dann nämlich Hervorrufung und erleidet für die Zeit, in der er diese Hervorrufung wirkt, erhöhten Schaden. Dies ist jetzt auch gleich hier der Fall und insbesondere dann, wenn Hervorrufung anfängt, ist es Zeit, all eure Cooldowns zu benutzen, denn eben dann verursacht ihr den meisten Schaden und habt die Möglichkeit, den Kurator wirklich schnell runterzuhauen. Denn im Gegensatz zu den anderen Bossen hier in Karazhan verfügt dieser über wirklich mehr Lebenspunkte und es ist essentiell notwendig, dass ihr eben seine Hervorrufungsphase nutzt, um Schaden an ihm zu verursachen. Wenn die Hervorrufung vom Kurator abgeschlossen ist, also sein Mana wieder 100% erreicht hat, dann wirkt er noch eine Explosion zum Abschluss, die ein paar hunderttausend Schaden an allen Spielern verursacht. Im Prinzip aber ein relativ einfacher Kampf, hier geht es wirklich nur darum, die Flächen sorgsam abzulegen, die Blitzkugeln zu besiegen und den Kurator in der Hervorrufungsphase herunterzukloppen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Kurator hier einer der einfachsten Bosse in Karazhan darstellt. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.